Willkommen zurück zu SFS Colony. Ja, es geht weiter. Und zwar werden wir heute unsere Raumstation bauen. Die MS Colony, die soll dann Menschen zu Europa bringen können. Ich habe vor, zwei Teile zu machen. Einmal eine gigantische Raumstation im Europa Orbit. Und natürlich auch mit ein paar Satelliten dabei. Und auch eine Basis auf dem Boden. Und dazu werden wir auf jeden Fall ein großes Raketenstück brauchen, das halt die ganzen Sachen hin und zurück bringen kann. Und wir werden auch noch natürlich die Raumstation brauchen. Ich würde sagen, wir bauen die Rakete zuerst, also diese ganzen Booster-Segmente und Treibstofftanks und so weiter. Sollte an sich eigentlich nichts Besonderes sein. Wir werden es einfach mal trotzdem anschauen. Ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal was und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt aufgebaut. Ich möchte euch noch was zeigen, und zwar wie ich die Sachen zusammenbaue. Also als erstes schnappe ich mir natürlich hier ein Teil. Das ist hier ein Treibstofftank, und zwar der kleine. Ich halte gedrückt und ziehe dann dieses Feld so groß, dass alles markiert wird. Dann halte ich das hier fest mit dem linken Finger. Und ihr seht, ich bewege das immer noch. Dann mit dem anderen Finger da oben auf die drei Striche, und ihr seht, ich kann das immer noch bewegen. Dann auf Bauplan laden. Und ich kann es halt immer noch bewegen. Dann laden wir hier den ersten Safe, MS Colony 1. Ich habe das jetzt einfach mal so benannt. Und ihr seht, schon habe ich das hier importiert. Dann markieren wir das einfach nochmal. Und dann können wir es einfach drehen und hier ransetzen. Ich mache das hier mal mit Symmetrie an, das sollte dann schneller gehen. Und zwar will ich hier so ein paar Tanks, nicht zu viele, aber so ein paar Tanks will ich hier schon dran haben. So sieht es bisher aus. Ist natürlich nicht besonders viel. Das sind hier die kleinen Booster-Adapter, die kleinen Booster-Segmente. Dann haben wir hier den Booster-Adapter K3. Und dann haben wir hier in der Mitte dieses Truss-Segment, und zwar kurz 3. Dann haben wir hier die kleinen Treibstofftanks dran. Da könnt ihr natürlich auch längere machen. Und ich glaube, ich werde auch später, wenn wir die ganzen Basisteile hinbringen, werden auch größere von diesen Treibstofftanks dran machen, damit ich eben mehr Sachen bis zum Europa-Orbit bringen kann. Das ist auf jeden Fall hier das Grundgerüst, auf jeden Fall. Und darauf werde ich jetzt hier vielleicht sogar noch Solarzellen drauf machen. Ich muss halt mal gucken. Und ansonsten kommt hier oben so eine riesige Raumstation hin. Die werden wir in einen Europa-Orbit bringen, das dort lassen und dann eben zurück zur Erde fliegen. Und dann haben wir eben so eine gigantische Raumstation. Wir werden die Raumstation im Orbit, also im Erdorbit, zusammenführen. Und dann als Ganzes nach Europa bringen. Soweit sind die Pläne momentan. Dann speichern wir das nochmal ab. Und zwar MS, Kolonie natürlich, und 1. Dann speichern wir das ab und wir überschreiben es. Und dann mache ich jetzt mal weiter. Und ich glaube, ich hole mir noch ein paar Solarzellen.
So, wir haben das Riesenmonstrum mal laden lassen und ihr seht, ich habe das auch schon ein bisschen eingefärbt. Die Tanks habe ich einfach mal weiß gelassen, weil ich finde, dass sie so eigentlich schon recht gut aussehen. Ich habe hier die Triebwerksegmente, also die Booster-Segmente silber gemacht, den Adapter schwarz und hier all diese Truss-Segmente grau, damit das so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit der Sonde, die da drinnen sitzt, damit das nicht so einen hohen Kontrast hat. Bisher gefällt es mir. Das hier ist jetzt das Grundgerüst für die MS-Kolonie. Unser Arbeitstier dann, sobald es aufgebaut ist, eben, um Sachen eben zum Europa-Orbit zu bringen und natürlich wieder zurückzukommen. Ja, das war's mit dem Grundgerüst. Und dann werde ich die Raumstation noch bauen. So, ich habe auch mal schnell die Raumstation gebaut. Ich habe auch bisher nicht viel erklärt. Erinnert euch die Form an irgendetwas? Sollte schon sein. Das sieht nämlich ziemlich so aus wie die ISS. Bis auf den Teil da oben mit den paar Satelliten dran. Ich habe die da einfach hingeklatscht, weil ich ja einige in einem Europa-Orbit haben will. Und drei braucht man natürlich mindestens, damit die auch untereinander kommunizieren können. Und deshalb habe ich da oben einfach so drei rangeklatscht. Ansonsten das Orangene ist natürlich Zorya oder Zvezda, falls ihr euch mit der ISS auskennt. Dann haben wir hier links und rechts diese großen Solarzellen. Hier haben wir diese paar, einige Raumstationsmodule mit unbekannten Namen. Ja, eigentlich ist hier, glaube ich, das europäische Modul. Ja, ich habe gerade den Namen vergessen. Mist. Und hier drüben ist, glaube ich, das japanische Modul. Aber ich weiß nicht mehr genau. So gut kenne ich mich auch nicht aus. Und da haben wir hier die Andockluke, wo dann jegliche Kapseln andocken können. Und so wird die Raumstation aussehen. Also genau so werden wir es, oder zumindest so ähnlich, werden wir es zu Europa bringen. Und ja, dann war es das auch eigentlich mit der Folge. Ich habe jetzt hier die riesige Raumstation. Ich habe auch die Grundbasis quasi der MS-Kolonie.
Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.